BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Wird präsentiert vom Mediamarkt Club. Ja, dann gehen nämlich alle 3 Minuten aus. Das hier? Genau. Ist das an? Ja. Okay. Schönen guten Abend alle miteinander. Ein herzliches Willkommen auch zu unserer Pressekonferenz. Ich darf Sie bitten, Ihre Fragen an unseren Trainer Thomas Tuchel zu stellen. Bitte um ein kurzes Handzeichen Ihrerseits. Alle wunschlos glücklich? Keiner eine Frage? Okay. Bitte schön, Moritz Leikam. Einmal den Knopf drücken, bitte. Vielleicht erstmal zum Spiel. Sie haben sich vorzeitig jetzt qualifiziert fürs Achtelfinale. Wie wichtig ist das jetzt im Blick auf die Liga, dass Sie da vielleicht ein bisschen mehr die Konzentration drauf richten können? Nee, das glaube ich nicht, dass es irgendwas mit Konzentration zu tun hat. Das, was hilft, ist die Tabelle. 4 Spieltage sind qualifiziert fürs Achtelfinale. Das Erfolgserlebnis, das schwarz auf weiß zu haben. Und das zu fühlen, das hilft wie nichts anderes. So das Ergebnis heute, das Ergebnis, das in der Tabelle steht, dass wir durch sind, die Tabelle anführen, das hilft. Aber wir haben ganz sicher kein Konzentrationsproblem in der Liga und wir haben definitiv kein Prioritätenproblem. Deshalb die Kausalkette können wir vergessen. Daniel Berg, bitteschön. Möglicherweise oder möglicherweise auch nicht recht kurzfristig ist Adrian Ramos in die Mannschaft gerückt. Wie zufrieden waren Sie mit ihm? Ja, ein tolles Tor gemacht, hat viel gearbeitet. Es war sehr schwer für ihn, weil wir insgesamt große Probleme hatten, defensiven Zugriff zu finden und offensiv die Räume zu finden, um ihn da auch noch mehr einzusetzen. Aber insgesamt hat er, ja, das Spiel gemacht, das wir von ihm erwarten. Sehr, sehr mannschaftsdienlich, sehr fleißig. Er hat das entscheidende Tor geköpft und damit ist das eine Top-Leistung für einen Stürmer. Weitere Fragen? Nochmal Moritz Leike. Ein großes Thema rund ums Spiel war Pierre-Emerick Aubameyang, der nicht im Kader war. Können Sie vielleicht ein bisschen mehr noch über die Gründe sagen und was Sie sich von der Maßnahme erhoffen? Oder war das ein Warnschuss oder wie ist das zu verstehen? Nein, es ist kein Warnschuss und keine Maßnahme, von der wir uns was erhoffen, sondern eine Maßnahme, die intern getroffen wurde und nötig war aus unserer Sicht und mit diesem Spiel beendet ist. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Doch, ich sehe eine. Oliver Müller, bitte. Einfach ganz kurz den Knopf drücken und loslassen, wenn das rote, genau, super, läuft. Eine Nachfrage dann doch noch zum Thema blinkt. Nein, einfach den Knopf drücken und dann blinkt das rote Licht, Olli. Und wenn es dann blinkt, dann kannst du sprechen. Super. Eine Nachfrage dann doch noch zu dem Thema. Das war ja jetzt ein Spiel von einer besonderen Bedeutung. Fällt das einem dann schwer, so eine Maßnahme zu treffen? Haben Sie hin und her überlegt oder war das so, dass Sie gesagt haben, so, das muss ich jetzt einfach tun? Ja, manche Dinge sind ja, es müssen einfach losgelöst von dem Zeitpunkt betrachtet werden. Also entweder es gibt eine Konsequenz oder es gibt keine. Und dann kannst du unterm Strich keine Rücksicht darauf nehmen. Wenn konsequent, dann konsequent. Sonst macht es keinen Sinn. Und deshalb haben wir keine Rücksicht darauf genommen. Es ist uns sehr, sehr schwer gefallen. Sie wissen alle, dass Ober unser Stürmer Nummer 1 ist. Ober hätte heute gespielt. Und es fällt uns sehr schwer, auf seine Qualität zu verzichten. Jetzt sehe ich endgültig keine Handzeichen mehr. Bedanke mich bei Ihnen für das Interesse, wünsche allen eine gute Nachhausefahrt, insbesondere natürlich unseren Gästen aus Portugal. Bis dann, tschüss.